Sebastian Lehmer. Oh, wie gemein. So, hallo, guten Abend. Wunderbar, dass so viele gekommen sind. Herzlich willkommen zu Transmedia Storytelling Missing in Action. Bei dieser Veranstaltung geht es uns darum, Geschichten zu erzählen. Und zwar egal, in oder mit welchen Medien auch immer. Und deswegen, weil das über das Medium hinausgeht, der Begriff, das Buzzword Transmedia. Aber wichtig ist das Geschichtenerzählen. Wenn ihr im Programm geschaut habt, wir wurden verlegt mit dem Vorteil, dass wir jetzt eine Blockbildung mit dem Transmedia Storytelling Berlin haben, was sehr schön ist. Aber vielleicht habt ihr gelesen, Missing in Action. Warum dieser Titel? Das kann ich euch nicht genau sagen. Es klang sehr gut und es hat die Verantwortlichen bei der Republika überzeugt, unsere Veranstaltung dann auch mit ins Programm zu nehmen. Hier ist die Transmedia Manifestgruppe. Als solche haben wir diese Veranstaltung hier eingebracht. Entstanden ist dieses Transmedia Manifest als eine Art Projekt einer Castingband für die Story Drive Konferenz der Frankfurter Buchmesse letzten Herbst. Verantwortlich dafür war New Thinking. Danke nochmal an Afrika und auch Andreas Wichmann, die uns zusammengebracht haben. Denn es war wie gesucht und gefunden. In dem Manifest haben wir gemeinsam unser Credo zu Transmedia zusammengefasst. In einem ganz kurzen Satz. Uns geht es darum, Transmedia ist nicht eine Methode, sondern ist ein eigenes Genre. Wir haben Doro Martin. Steh mal kurz auf, könnt ihr alle sehen. Doro Martin hat den Verlag Das Wilde Dutzend gegründet. Das ist auch ein Laden im Prenzlauer Berg. Ein Verlag, der sich besonders auf Transmedia-Geschichten und Inszenierungen versteht. Und zusammen mit Patrick Möller hat sie die Agentur für Transmedia Imaginary Friends gegründet. Patrick selber ist bekannt als ARG-Reporter, das ist sein Blog. ARGs, falls ihr es nicht kennt, das sind Alternate Reality Games. Das ist gewissermaßen ein Subset von Transmedia. Und Patrick hat auch das Transmedia Storytelling Berlin initiiert, eine monatliche Veranstaltung, wo all die Leute, die sich für dieses Thema interessieren, in Berlin zusammenkommen. Beide werden gleich zur Einstimmung zwei Fallbeispiele für ganz gelungene Transmedia-Inszenierungen euch vorstellen, damit man mal eine Idee bekommt, um was es da überhaupt geht. Einmal über Sherlock und das andere Mal über Batman Returns. Wir haben dann ein zweites Paar von Vortragenden, nämlich Katharina Koska und Christian Koster-Zahn. Katharina, steh mal kurz auf. Katharina hat bestimmt die weiteste Anreise, zumindest aus der Gruppe der Transmedia-Manifestanten hinter sich. Sie kommt nämlich von Gran Canaria. Dort arbeitet sie als Internet-Consultant und hat das Blog frisch gebloggt. Zusammen mit Christian Koster-Zahn, dem Head of Creation von UFA Lab und UFA Interactive, wird sie die 11 Thesen des Transmedia-Manifests vorstellen. Dieses Manifest war der theoretische Teil unserer Inszenierung zur Story Drive. Christian ist vielleicht bekannt durch die für das ZDF entstandene Produktion Dina Fox, eine Produktion, die sowohl national als auch international viele Preise schon abgeräumt hat. Als dritte und letzte Gruppe aus dem Transmedia Manifest zeigen wir dann das, was wir gewissermaßen aus den Thesen als Konzepte entwickelt haben. Da ist einmal Philipp Zimmermann, steht mal auf. Philipp Zimmermann ist Autor und Transmedia Designer und hat auch bei Dina Fox mitgearbeitet. Zusammen mit Michael Kölle wird er den Holger-Komplex vorstellen. Michael Kölle ist Autorin und Dramaturgin und im Moment sehr erfolgreich als Producerin und Games-Designerin. Sie hat gerade letzte Woche den Deutschen Computerspielpreis für ihre Produktion The Great Jitter
hochgradigen Panik für die Firma Kunststoff erhalten. Ja, der Holger-Komplex ist gewissermaßen unser Gedankenexperiment, wie man all die Thesen in ein diskriminierungsfreies Transmedia-Universum überführen kann. Ich selber bin Gregor Sittler, ich bin auch mit in diese Gruppe gecastet worden als Illustrator und Comicszeichner. Ich bin Seabase-Aktivist und eine Bitte noch, falls irgendwelche Verständnisfragen kommen, wir machen im Anschluss eine Q&A und da wir ein ziemlich enges Programm haben, versuchen wir dann das zum Schluss abzuarbeiten. Viel Vergnügen und wir starten mit Doro. Ja, vielen Dank, Gregor. Hallo erstmal. Wir gehen jetzt gleich in Action. Transmedia ist gerade ein wahnsinniges Buzzword, wie irgendwie alles, was irgendwie Media hinten dran hat, sei es jetzt Cross, Inter oder sonst was. Und nur ganz kurz, ich weiß nicht, wer von euch damals The Dark Knight gesehen hat, Kinofilm vor ein paar Jahren. Ganz genau, okay. Die Verfilmung von dieser oder diese Batman-Trilogie als Film war, wenn man so möchte, Cross-Media. Das heißt, es war eine Adaption, die von Comics, die es ursprünglich gab, in den Filmbereich gemacht wurde. Was für The Dark Knight außerdem als Marketingkampagne aufgesetzt wurde, war ein Beispiel von Transmedia Storytelling. Und ich habe es jetzt ganz einfach, ich zeige euch nämlich einfach das Video. Sodass ihr reinkommt, es ist sehr schwierig, Transmedia zu erklären, wenn man nur redet. Der Case heißt I Believe in Harvey Dent. Harvey Dent war, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, der Politiker in The Dark Knight. Und der Case selbst hieß Why So Serious, weil sich der ganze Anfang um die Figur des Jokers drehte. Ja, diese Kampagne wurde umgesetzt von 42 Entertainment, war natürlich unheimlich aufwendig, die ging insgesamt über 14 Monate, hat aber die Zahlen, also haben ganz viele Menschen erreicht damit. Traum wäre natürlich, dass man sowas nicht für einen anderen Film macht, sondern wirklich als eigenständiges Kunstwerk von Anfang an so konzipiert. Nichtsdestotrotz ist das so eine der gelungensten Kampagnen und natürlich auch am besten dokumentiertesten, um mal zu zeigen, was Transmedia Storytelling alles kann. Wenn man nicht ganz so ein großes Budget hat, aber trotzdem coole Sachen machen kann und auch einen Medienkanal zur Verfügung hat, der viele Menschen erreicht, haben wir ein anderes Beispiel mitgebracht, das ist Sherlock, die BBC-Serie, die jetzt der Patrick vorstellen wird. Ja genau, auch von mir noch ein Hallo und ich möchte ganz kurz erstmal meinen Part damit starten mit einer ganz kurzen Umfrage. Ich bitte um Handzeichen, wer von euch hat denn Sherlock schon gesehen, die Serie im Abendprogramm? Okay, das sind ja doch schon einige. Wer von euch hat denn im Zusammenhang von Sherlock schon etwas über die Serie hinaus gesehen? Also vielleicht auch mal eine Seite im Internet besucht? Das sind schon deutlich weniger. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal ein paar Beispiele mitbringen. Zum Beispiel sehen wir hier die Hauptseite von Sherlock Holmes selbst. Auf dieser Seite werden seine aktuellen Fälle jeweils zu den Serien passend gepostet. Wir können hier außerdem in der rechten Seitenleiste sehen, da werden dann Dateien eingestellt, Sachen, die gefunden wurden, Clues, die irgendwo ausgelegt waren, die irgendwelche Täter hinterlassen haben. Die kann man sich quasi als Zuschauer der Fernsehserie hier herunterladen, selber mit herumexperimentieren und dann über die Kommentare, über die Kommentarfunktion auf der Seite live an dieser Aktion teilnehmen. Das Besondere daran ist nämlich, dass diese Informationen auch während die Sendung ausgestrahlt wird, auch auf der Website eingestellt werden, sodass man selber den Eindruck bekommt, man ist wirklich live dabei. Und Sherlock Holmes ist ja nicht die einzige Figur in dieser Serie, sondern er hat halt seinen guten Freund, den Dr. Watson, dabei. Und was wir hier im Bild schon sehen, ist etwas ganz Typisches, was diese Serie macht. Sie verdeutlicht nämlich das, was wir als Zuschauer eigentlich gar nicht sehen können. Das heißt, wir sehen hier, was der Dr. Watson gerade in seinen Computer eintippt. Und wir könnten jetzt selber danach suchen. Es geht aber noch einfacher, denn auch der Dr. Watson hat eine Webseite, einen Blog, auf dem er gerade hier etwas einträgt und zu einem ganz aktuellen Fall. Und wir sehen plötzlich, dass sein Blog auch während des Verlaufs der Sendung, also das Ganze ist gerade live
im Äther, wie man damals noch so schön gesagt hat, zu sehen. Und plötzlich wird sein Blog gehackt. Er verliert den Zugang. Er kann selber nur noch kommentieren, was er hier unten dann auch macht. Und jetzt kommt richtiges Transmedia noch mit ins Spiel. Jetzt geht es nämlich noch weiter. Andere Sendungen, wie zum Beispiel die Nachrichtensendungen, greifen das auf, berichten auch über diese Vorfälle. Und so nimmt die ganze Geschichte hier seinen Lauf. Und man kann noch viel tiefer, noch viel emotionaler an der Story teilnehmen und selber viel stärker dabei sein. Man hat aber auch die Möglichkeit, das alles beiseite zu schieben und einfach nur zuzuschauen, wenn man das möchte. Was wir dann hier sehen, zum Beispiel auf Facebook, einige Bilder, ist das, was dann real drumherum noch passiert, nämlich, dass sich ganz viele Fans, ganz viele Leute zusammenfinden. Ich will jetzt an dieser Stelle aber auch nicht zu viel verraten, weil hier geht es gerade um das Ende der zweiten Staffel, die bei uns demnächst ja erst noch zu sehen ist. Und da haben sich jetzt Leute zusammengefunden, um ihr Vertrauen in Sherlock Holmes zu signalisieren, indem sie sich selber als Gruppe hier fotografieren. Und so wird das Internet durch diese Aktionen immer mehr mit Fotos zum Beispiel bereichert, wo Menschen ihre Zustimmung liefern. Dann haben wir an verschiedenen Stellen, sogar innerhalb Deutschlands, aber eigentlich auch auf der ganzen Welt, diese Poster finden können, die nochmal mit der gleichen Aussage an uns herantreten, an die Passanten, die alle nicht unbedingt was mit der Sendung zu tun haben müssen, aber die dann einfach darauf geführt werden, eingeladen werden, an der Serie selber auch teilzunehmen. Und all das sind Möglichkeiten, Inhalte, die eigentlich nur auf dem Fernsehbildschirm passieren, aus dieser Matscheibensituation herauszuholen in die Realität, sodass man selber, dass wir selber daran teilnehmen können. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns, deswegen sitzen wir ja auch als Transmedia Manifestgruppe zusammen, haben wir uns überlegt, was muss eigentlich eine Geschichte haben, damit sie wirklich transmedial erzählt werden kann. Und in diesem Zusammenhang ist das Transmedia Manifest entstanden. Und da möchte ich jetzt gern weitergeben an meine beiden Kollegen Christian und Katharina. Danke, Patrick, und auch hallo von mir nochmal. Genau, ein weiter Klick für super Transmedia Manifest. Warum ein Manifest, kann man sich fragen. Ja, das klingt immer erstmal so anmaßend. Tatsächlich, wie Gregor ja schon in der Vorstellung gesagt hat, wir kommen alle aus sehr unterschiedlichen Bereichen, haben uns mit einem Themenfeld beschäftigt, was uns irgendwie alle vereint. Und das war überhaupt schon mal spannend, dass wirklich in einem Kreationsprozess Leute aus der Games-Branche, der Buchbranche, der Online-Branche und der Filmbranche zusammensitzen und eigentlich alle an dem gleichen Konstrukt arbeiten. Das ist auch ein evolutiver Schritt, also das ist jetzt auch nicht vom Himmel gefallen, sondern es geht natürlich auf eine lange Geschichte zurück in den jeweiligen Bereichen. Und die großen Treiber dafür sind aber letztendlich Digitalisierung und Medienkonvergenz. Also es wächst zusammen, die Leute sind so unterwegs, dass sie parallel Medien nutzen, dass sie auch von einem Medium ins andere switchen. Und ja, das sind auf jeden Fall für Kreative und Geschichtenerzähler spannende neue Möglichkeiten. Und wir haben eben auch diesen evolutiven Schritt erlebt, dass wir gesagt haben, okay, und jetzt fängt es an, dass es nicht mehr nur Marketingkampagnen sind, dass es nicht mehr, wir haben Produkt X, in meinem Fall kann ich jetzt sagen eine Fernsehserie und wir machen noch einen Videoblog dazu, sondern es geht halt so weit, dass wir von vornherein sagen, nein, wir wollen plattformübergreifend erzählen und welchen Teil der Geschichte erzählen wir wo. Wir sind auch auf so Phänomene gestoßen, wie dass man eigentlich gar nicht mehr sagen kann, was sind denn das für oder wie nennen wir die Leute, die an sowas teilnehmen. Ja, also bei uns waren es klassisch die Zuschauer, online sind es die User, wir haben Leser, Zuhörer, Mitspieler, aber eigentlich ist das schon schwer in der Begrifflichkeit, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir wollen uns mal theoretisch, wir alle sind extrem aus der Praxis, also keiner von uns ist jetzt ausgewiesener Berufsakademiker, wir wollen uns eher aus der Praxis damit beschäftigen und wollen das Thema mal anstoßen und auch auf eine Diskussion und eine Weiterentwicklung öffnen. Tatsächlich sogar, also wir haben auch eine Webseite, www.transmedia-manifest.com, wo wir demnächst morgen vielleicht oder heute Abend noch ein Tool haben, wo wir auch Input von euch einfordern oder uns wünschen würden, dass man auch sagen kann, okay, wie können wir dieses Transmedia-Manifest noch erweitern? Also was fällt uns noch ein? Um auf die Begrifflichkeit zurückzukommen. Also wir sind dann praktisch aus der Praxis heraus auf den Begriff Experiencer gekommen, für die Leute, die an einem Transmedia-Projekt teilnehmen.
Einfach, das werden wir gleich noch ausführen, aber weil die Leute halt von einem Modus in den anderen switchen. Also man ist nicht mehr nur das eine, sondern man erlebt etwas auf unterschiedliche Art und Weise. Das kann auch jeder individuell steuern. Und das war eine Begrifflichkeit, die wir jetzt so einfach ganz, ganz passend fanden. Wir haben ursprünglich auf Deutsch gestartet, dann war unser Vortrag auf der Story Drive auf Englisch. Und tatsächlich beim Begriff Experiencer fiel es auch schwer, in Deutsch das Äquivalent zu finden. Erlebender oder so, das klingt immer so spirituell und so, dass wir uns hier gerne eines Anglizismus bedient haben. Aber wir haben zunächst ein paar Thesen mal formuliert, die Katharina und ich vortragen wollen. Wir haben sie hier auf Englisch, das ist unsere recycelte Präsentation aus Frankfurt und wir sind der Sprache ja alle mächtig, aber Katharina hat sich die Mühe gemacht, diese Thesen zu übersetzen. Also wir würden euch jetzt ganz gerne die 11 Thesen vorstellen. Christian wird sie nach jeder These, die ich vorlese, dann nochmal kurz erläutern. Wir starten mit These 1. Die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmt. Die Fiktion bemächtigt sich der Realität, um die Immersion zu steigern. Ja, also da stecken verschiedene Aspekte drin. Ein Aspekt ist, was wir auch schon gesehen haben in den Beispielen, dass die Fiktion selber in den Alltag reingeht. Ja, es gibt Schauspieler auf der Straße, es gibt viele Elemente in diesen Projekten, wo man nicht mehr weiß, sind sie real oder sind sie es nicht. Also wir haben die Erfahrung alle in unseren Projekten gemacht, dass wir irgendwelche fiktionalen Elemente hatten, aber die Leute wirklich dachten, das sind jetzt reale Geschehnisse. Und das ist natürlich ein böser Trick der Fiktion, um eigentlich das zu erreichen, was Storytelling schon seit jeher versucht, nämlich ein Erlebnis zu schaffen, was möglichst nah an die Realität rankommt. Ich kann das auch nur wieder vom Film herleiten, wo wir klar diese Entwicklung haben, vom Schwarz-Weiß-Film zum Farbfilm, zu Special Effects, zu 3D. Also einfach eine klare Entwicklung, ein Erlebnis zu schaffen, was einen immer mehr rauszieht aus dem Alltag und für anderthalb Stunden in diesem Falle in eine komplett neue Welt verfrachtet. Und jetzt geht die Fiktion sozusagen noch einen Schritt weiter und es könnte hier im Publikum sitzen. Also das könnte jetzt alles eine Inszenierung sein und die Hälfte hier wären nur Schauspieler und jetzt würde gleich ein Flashmob entstehen. Ja? Also, okay, hat wieder nicht funktioniert, Mensch. Ja, genau. Und auf der anderen Seite... auch die Realität selber sich immer mehr fiktionaler Elemente bedient. Immersion ist, glaube ich, wirklich das Schlagwort. Also die Frage auch, wie weit wir das noch weiterdenken wollen mit Sachen wie virtuellen Welten, Holographie, Kinect-Steuerung etc. Aber ich glaube, dass wir da eher noch am Anfang stehen von dem, wie Menschen in Geschichten eintauchen. These Nummer 2. Die Geschichte bietet dem Experiencer durch sogenannte Rabbit Holes verschiedene Möglichkeiten, in sie einzutreten. Okay, Rabbit Holes, das ist ein Begriff, der kommt aus Alice im Wunderland, soweit ich weiß. Ja, also Alice folgt dem Kaninchen, geht in das Loch rein und landet in einer komplett neuen Welt. Also das sind Einstiegspunkte in unser Geschichtenuniversum. Und tatsächlich, wie wir vorhin gehört haben, wir holen die Leute in ganz unterschiedlichen Rollen ab. Also es gibt Leute, die holen wir als Leser ab, es gibt Leute, die holen wir eventuell auf der Straße ab, über einen Film, über ein Hörspiel, was auch immer. Also im besten Falle gibt es für jedes Geschichtenuniversum verschiedene Entry Points, um halt die Leute aus unterschiedlichen Richtungen zu einer Community zusammenzuführen. Und das sollte dann dementsprechend auch immer dem Medium angepasst sein. Das heißt, man muss gut überlegen, okay, in was für einer Nutzungssituation sind die Leute denn, wenn sie dieses Medium benutzen? Was interessiert sie da? Ist das überhaupt ein Punkt, wo sie mit Storytelling in Verbindung gebracht werden müssen? Sind sie dazu bereit? Und sich da wirklich ein gutes Konzept zu machen, wie man die Leute auch erreicht, das ist also auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor letztendlich auch, um Reichweite aufzubauen. These Nummer 3. Der Experiencer muss nicht mehr einer einzelnen Dramaturgie folgen, sondern darf selbst aus mehreren sich kreuzenden Narrationsbögen auswählen, die schlussendlich in einem großen Geschichtenuniversum aufgehen. Genau, also wir hatten bei den meisten Medien in der Vergangenheit eine A-nach-B-Dramaturgie. Das heißt, wir haben Film, Buch, online haben wir natürlich da schon andere Modelle auch ausprobiert. Aber jetzt auf Storytelling bezogen, gehen wir als Architekten so eines Story-Universes halt ganz anders an die Konzeption ran. Das heißt,
wir überlegen uns, okay, was kann alles Spannendes überhaupt passieren? Was ist das Story-Universe? Welche Figuren gibt es? Was machen die? Was gibt es für Konflikte? Und wir müssen uns erstmal nicht in ein Korsett zwängen, das uns sagt, du hast nur 90 Minuten, du hast nur 500 Seiten, das und das ist die Sendezeit. Sondern wir können erstmal schauen, okay, was gibt es für ein Potenzial der jeweiligen Geschichten? Und dann überlegen wir eigentlich wirklich, okay, welcher Teil der Geschichte ist dann für welche Plattform geeignet? Was ist überhaupt dazu geeignet, es interaktiv zu erzählen? Was sind ganz klare Lean-Back-Stränge? Und auf jeden Fall haben wir hier viel komplexere narrative Strukturen, als es bei den meisten Projekten bisher der Fall war. These Nummer 4. Die Experiencer tauschen sich sowohl untereinander als auch mit fiktionalen Figuren aus, nehmen aktiv an der Geschichte teil und beeinflussen diese. Ja, also da kann ich, wie gesagt, gar nicht so viel dazu addieren. Da geht es um Interaktivität. Wie ihr bestimmt alle wisst, gibt es da sehr unterschiedliche Formen von Interaktivität zwischen Menschen, wie Katharina gerade gesagt hat, mit fiktionalen Figuren. Das ist bestimmt der spannendste Aspekt, was man bisher vielleicht eher aus dem Theater kennt, also dass du chatten kannst mit Figuren, dass du Figuren auf der Straße begegnest. Also das sind bestimmt die neuen spannenden Komponenten und generell Interaktivität in allen Spielen und Bandbreiten. These Nummer 5. Das Geschichtenuniversum bietet dem Experiencer die Möglichkeit, sich an ausgewählten Stellen selbst gestalterisch einzubringen. Hier reden wir natürlich von User-Generated Content, der auch in Transmedia-Projekten auf unterschiedliche Art und Weise stattfinden kann. Wir gehen jetzt erstmal immer noch davon aus, dass wir praktisch als Autorenteam eine dramaturgische Gesamtstruktur vorgeben, um einfach auch zu gewährleisten, dass es wirklich funktioniert. Aber hier und da ist es wirklich auch in unseren Projekten so vorgekommen, dass die User wesentlich die Geschichte beeinflusst haben, auch durch eigene Sachen, die sie hochgeladen haben, durch eigene Beweisstücke, die sie kreiert haben, Teile auch von Fanfiction, Figuren, die teilweise als Fans, teilweise als Trolle auch in bestimmte Rollen eintreten. Und der spannendste Prozess ist eigentlich das, was wir auch dann als Live-Storytelling identifiziert haben. Also wir können uns noch so viel ausdenken. Die Wahrheit letztendlich, wie die Geschichte sich entwickelt, die entsteht dann zu unterschiedlichen Prozentteilen, je nach Konzept, entsteht sie dann eigentlich, während es passiert. Also ganz einfach, es gibt einen Live-Chat mit einer Figur. Es kommt eine Frage, auf die wir erstmal keine Antwort haben. Wir haben uns das grob angedacht, aber noch nicht genau. Das heißt, wir müssen ganz schnell entscheiden, okay, wie passt das rein? Und sagen, okay, es gibt noch Onkel XY, was weiß ich. Da müssen wir auch so stehen, weil das ist ja auch nicht mehr wegzuholen. Und dann nehmen die User den Ball wieder auf und entwickeln eigentlich da auch Ränder der Story-Universe weiter. These Nummer 6. Das Geschichtenuniversum beschränkt sich nicht auf ein einzelnes Medium, sondern nutzt die Stärken verschiedener Medien, um aus ihrer Symbiose etwas Neues zu erschaffen. Ja, das ist tatsächlich auch, glaube ich, mit der wirklich neue Aspekt an Transmedia. Also wir haben ja Multimedia-Projekte wirklich schon seit vielen Jahrzehnten, kann man fast sagen, aber dieses plattformgreifende Geschichten erzählen. Also wir sagen, wir haben nicht nur online als Medium, sondern wir haben eben Fernsehen, Spielkonsolen, Bücher, Audio etc. pp. Und trotzdem schaffen wir es, diesen Medienbruch so sinnvoll zu integrieren, dass die Leute unterschiedlich an der Geschichte teilnehmen. Also das ist auch das, was wir so im Kern als Transmedia bezeichnen, wo wir auch eine Abgrenzung machen zu Projekten, die rein online basiert sind. Ist das Besondere eben hier, Stärken der jeweiligen Medien auszunutzen, sei es ein emotionales Massenerlebnis, sei es tatsächlich die Interaktivität, sei es der individuelle Genuss und das mit in die Konzeption mit aufzunehmen. These Nummer 7. Der Experiencer wird zum Träger der Fiktion, indem er reale Orte aufsucht, an denen Teile des Geschichtenuniversums erzählt werden. Da geht es um den Begriff Location-Based Storytelling. Da gibt es gleich im Anschluss noch einen Vortrag auch dazu. Das ist natürlich extrem spannend. Also Location-Based Services ist ja eh was sich stark entwickelt und parallel dazu entwickelt sich das Ganze eigentlich im Storytelling. Also ich habe entweder ortsbasierte Apps oder Aktionen, das heißt, ich gehe irgendwo hin und dadurch, dass ich dort erscheine, wird etwas ausgelöst. Beispielsweise kann ich ein bestimmtes Video, eine Szene, eine Schlüsselszene nur an dem Ort konsumieren, an dem sie auch spielt. Ja, ein Mord auf einer Lichtung, sprich, ich müsste vielleicht über Geokoordinaten rausfinden, wo ist diese Lichtung, um dorthin zu gehen
und dort dann letztendlich die durch einen QR-Code oder was auch immer dann diese Szene sehen zu können. Das Spannende dabei ist, dass man selber, also der Experiencer, eben zum Träger wird. Es ist wie eine Geschichte, ist wie ein Virus, was ihn befallen hat, und er geht hin und trägt es in die Welt und infiziert im besten Fall auch noch andere Leute, wie wir es auch mit Harvey Dent gesehen haben. Ja? Man hat die Demonstranten, die haben das vielleicht online gesehen, aber dann dadurch, dass sie dort sind, gibt es weitere Leute, die Sticker bekommen, die diesen Sticker anmachen, dann sieht das wieder jemand anders und so verbreitet sich letztendlich auch dann die Geschichte. These Nummer 8. Das Geschichtenuniversum verlangt vom Experiencer nicht, sich stets aktiv an der Geschichte zu beteiligen, sondern bietet auch die Möglichkeit, die Geschichte zeitweise bzw. dauerhaft in einem passiven Modus zu konsumieren. Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Auch wenn das Thema hier Action ist, ist meistens den Leuten auch nicht nach Action zumute. Das heißt, man darf Leute nicht ausschließen, die jetzt nicht Heavy-User sind, die nicht 3 Stunden am Tag Zeit haben, mit etwas zu beschäftigen, die keine Game-Erfahrung haben. Also es ist ganz wichtig, oder für uns natürlich auch als Geschichtenerzähler, die meine Geschichten nicht für uns, sondern wir machen es für eine möglichst breite Masse, dass man auch eine möglichst breite Masse anspricht. Und ich selber kann auch je nach Bedürfnis von einem Modus in den anderen rein switchen. Ja, ich komme nach einem langen Tag nach Hause und dann habe ich keine Lust, aktiv zu werden. Dann möchte ich mich irgendwie nur zurücklehnen auf dem Sofa oder auf dem Sessel und möchte trotzdem irgendwie, dass das Storytelling weitergeht. Oder ich habe halt ganz viel Zeit und Lust und Energie und mache dann auch so Sachen wie Location-Based Storytelling, dass ich irgendwo hinreise. Aber eigentlich praktisch niemanden zu verlieren und alles auch immer parallel im Angebot zu haben, das hat sich in der Vergangenheit als gute Methode erwiesen. These Nummer 9. Das Geschichtenuniversum hat das Potenzial, durch mögliche Fortsetzungen, ausgegliederte Nebenhandlungen oder mittels konstanter Elemente innerhalb der Geschichte die Grundlage für eine nie zu Ende gehende Geschichte zu schaffen. Ja, die nie zu Ende gehende Geschichte, das ist natürlich in vieler Hinsicht sowohl Herausforderung als auch Anreiz zugleich. Also für Autoren ist das natürlich super spannend, ein Paralleluniversum aufzubauen, was dann auch immer weiter existiert und das auch immer weiter auszuarbeiten und wirklich eine ganze Welt aufzubauen, was ja langlaufende Serien eigentlich auch schon machen, also nicht nur Dailies, sondern auch so Sachen wie Lost, die einfach über einen langen Zeitraum laufen, die dann auch immer größer werden. Dazu kommt natürlich, und das ist ja auch die Frage letztendlich bei so Projekten, wie kann ich sie realisieren? Ich kann sie dadurch realisieren, dass ich entweder Millionär bin oder jemand bezahlt. Das heißt, es ist natürlich auch wirtschaftlich ein Anreiz, Produkte zu schaffen, die vielfältige Möglichkeiten bieten, durch Abos, durch bestimmte Sachen eine Refinanzierbarkeit herzustellen. Eben auch wieder hier im Vergleich TV-Bereich, die Dailies, das ist natürlich ein einträgliches Geschäft, ich muss nicht immer wieder neu akquirieren, ich muss nur dafür darum bemühen, dass es qualitativ gut bleibt und die Leute weiterhin Spaß daran haben. Die These Nummer 10, die Vielfältigkeit des Geschichtenerzählens innerhalb des Geschichtenuniversums ermöglicht ein Freemium-Geschäftsmodell, das auf vielfachen kleinen Geldbeiträgen pro Experiencer aufbaut. Also es war auch Teil unserer Aufgabe in Frankfurt, auch die Geschäftsseite mitzudenken, und das ist ja auch ganz wichtig. Und Freemium ist natürlich eins der Modelle. Also ich glaube, es gibt ein paar Geschäftsmodelle im Online-Bereich, im Gaming-Bereich, die sich so ein bisschen durchgesetzt haben oder hoffentlich noch mehr auch durchsetzt werden. Freemium ist eins, Micropayment ist ein anderes, Virtual Item Selling wieder eines. Und das sind natürlich auch alles Elemente, die wir hier in diesen Geschichten wieder verwenden können. Und wir haben ganz konkret in diesem Holger-Komplex die anderen Manifestanten gleich vorstellen, da wird man das dann noch besser sehen. Also es gibt verschiedene kleine Tore, durch die Leute gehen und sie zahlen eigentlich, also zahlen grundlegend erstmal nichts, ne? Also sie werden nicht verschreckt, aber durch die kleinen Tore, wo sie gehen, wo sie einfach extra Content kriegen, Mehrwert, der generiert wird, und durch kleinere Beträge, die sie zahlen, ist es auch möglich, dann über die Summe dieser Abgaben auch so Projekte zu finanzieren. Das ist natürlich jetzt noch nicht im Businessplan gerechnet, das ist auch erstmal theoretisch, bestätigt aber auch wiederum Erfahrungen, die wir bereits in anderen Projekten gemacht haben. Und die letzte These, Nummer 11. Das Geschichtenuniversum wird von flexiblen, interdisziplinär agierenden Teammitgliedern gemeinsam entwickelt, da es bei einem Transmedia-Projekt einer Bündelung unterschiedlicher Kompetenzen bedarf. Die These 11 ist sozusagen der Bonus-Track, also die hat jetzt nichts mit der Geschichte als solcher zu tun, sondern mit dem Entstehungsprozess. Und das ist, wir fanden es aber so wichtig, dass wir gesagt haben, es muss in das Manifest mit rein.
Und für mich ist es wirklich auch der Kern. Also wie wir gemerkt haben, wir kommen aus unterschiedlichen Branchen und alle in unseren Projekten gemerkt haben, das kann ein Autor eigentlich gar nicht mehr leisten. Also da kommen so viele Kompetenzen zusammen. Die Leute müssen offen sein, die Leute dürfen nicht mit Scheuklappen rumlaufen, die müssen alle eine Flexibilität haben. Also ganz oft stoßen wir in den Branchen, die wir arbeiten, darauf, dass es Leuten schwerfällt, was anders zu machen, als sie es bisher gewohnt sind. Und Transmedia-Projekte erfordern das eigentlich, also bis ins kleinste Detail, bis zu der Frage hin, wie man Autorenschaft dann auch definiert. Also es gibt dann vielleicht noch einen Lead-Autor, aber eigentlich gehen wir davon aus, dass es Teams sind mit unterschiedlichen Kompetenzen, dass es nur so möglich ist, wirklich auf einen Schritt weiterzugehen, letztendlich. So, also das waren jetzt 11 Thesen. Wir freuen uns auf alle weiteren. Vielleicht sind es beim nächsten Mal schon 20, wer weiß. Also wie gesagt, offener Prozess. Wir lernen dazu und vielleicht gibt es ja auch noch andere Erfahrungswerte. Und ja, Ziel ist es eigentlich, neben der praktischen Beschäftigung, die wir alle haben, tatsächlich eine theoretische Durchdringung des Themas zu machen, um uns auch zu emanzipieren. Um uns zu emanzipieren von reinen Marketingkampagnen, um uns zu emanzipieren von Kunst, also dass man in so eine Ecke gestellt wird, nach dem Motto, ja, die wollen sich nur ausleben. Also einfach das zu begreifen als Chance, neue Geschichten zu erzählen. Das ist meine Überleitung zu Maiko und Philipp. Wir hatten tatsächlich die Aufgabe, die Geschichte der Zukunft auch zu entwerfen. Das ist nicht die Geschichte der Zukunft, sondern das eine Geschichte der Zukunft, aber das lief praktisch parallel zu dem Manifest. Sprich, alle Thesen sind begründet wiederum in der Geschichte, die die beiden euch jetzt vorstellen werden. Hallo erstmal. Eines unserer Aufgaben in Frankfurt war es eben, nicht nur die Thesen einfach als solche theoretisch einfach hinzuklatschen, sondern eben sie auch in einem praktischen Beispiel zu machen. Das haben wir in Form eben eines auch, sag ich mal, weitestgehend transmedialen Präsentation gemacht, für die wir ein fiktives 9. Mitglied unserer Gruppe erfunden haben. Das war eben Holger. Das war ein Theaterregisseur und Autor, der angeblich nach einer ersten Beteiligung an unserem Projekt plötzlich verschwunden ist und nur ein Romanmanuskript hinterlassen hat, das sich um seine erotischen Abenteuer gedreht hat. Das war ein Roman, weitestgehend in der Ich-Perspektive geschrieben. In diesem Roman ging es um seine Erlebnisse auf einer Dating-Plattform, wo er ja verschiedene Affären hatte, aber vor allem auch den Eindruck hatte, dass dort eventuell ein Serienkiller, beziehungsweise um genauer zu sein, eine Serienkillerin unterwegs sein könnte. Das war für ihn erstmal nur eine große Fiktion. Der Trick Clou war natürlich dabei, diesen Serienkiller gab es tatsächlich. Und deswegen hat diese Serienkillerin Holger entführt und uns quasi die Transmedia-Manifest-Gruppe mit einem Mitglied weniger hinterlassen, sodass wir erstmal nur einen Hinweis darauf hatten, in Form eben dieses Romans, der uns eben zu besagter Dating-Plattform geführt hat. Aber das war nicht der einzige Einstieg, sondern es gab noch mehrere. Und dazu Maike. Genau, wir haben natürlich auch jetzt auch mehrere Rabbit Holes in unsere Geschichte, eben auch um verschiedene Zielgruppen damit anzusprechen. Da hatten wir eben zum einen noch ein Hörbuch von einer von Holgers erotischen Affären, die er mittels dieser Dating-Plattform kennengelernt hat, nämlich Kathy, eine junge Berlinerin eben, die in autobiografischen Texten ihre sehr pikanten Sexabenteuer jeder Couleur und ihre Abenteuerreisen in so einem Art Sex and the City-Stil erzählt. Und dann hatten wir eben noch diesen wunderbaren Sexploitation-Comic, der Teile der Holger-Geschichte pikant verpackt schon mal vorwegnimmt. Zentrum der ganzen Geschichte war eben im Prinzip das, was die Rabbit Holes ausgemacht haben, dass alle von ihnen auf quasi diese Dating-Plattform geführt haben. Und das Besondere dabei war, dass wir hier ganz bewusst zwei Elemente miteinander verbunden haben. Nämlich zum einen den Social-Media-Aspekt, nämlich eine Dating-Plattform, die als solche funktioniert, und zum anderen eine fiktive Ebene eingebettet in diese Plattform. Das ist nicht unbedingt so wahnsinnig Neues, dass auf sozialen Medien und sozialen Medien oder Netzwerke dazu genutzt werden, Geschichten zu erzählen. Aber bei uns war es sozusagen ein ganz bewusst verwendetes Element.
Und auf dieser haben wir eben sozusagen die Verbindung von dem, was wir normalerweise trennen, nämlich einem Unterhaltungsmedium und einem Konversationsmedium erreicht. Und Maike wird jetzt noch etwas sagen zu dem Content. Ja, Sensual Acts ist auch eben nicht so eine übliche Dating-Plattform, wie man sie vielleicht kennt, also so im Beet Arte Use, grellroten, eher so Billo-Style, sondern die sollte einen eher seriösen, hochwertigen und künstlerisch angehauchten Stil haben. Natürlich kann sich trotzdem jedermann dort anmelden und erotische Kontakte knüpfen, aber die Seite lebt eben auch stark von dem User-Generated Content, nämlich auf unserer Seite kann jedermann erotische Kurzgeschichten, Filme und Fotos hochladen, liken, empfehlen und teilen natürlich. Und nicht zu vergessen, wir haben die Seite so angedacht, dass sie gerade auch speziell denjenigen ein Forum bieten sollte, die auch die etwas abwegigeren erotischen Erfahrungen suchen. Und wir haben uns damit auch erhofft, dass ja, wir eben dadurch auch eine interessante Experience anlocken, die dann auch zum Teil die Geschichte mitgestalten mit ihrem User-Generated Content. Ja, wer unserer Geschichte eben aufmerksam folgt und den von uns gelegten Spuren aktiv nachgeht, der landet natürlich unweigerlich auch auf anderen fiktiven Profilen, auf anderen Social Networks, die natürlich dann zum Teil gefaked sind. Zum Beispiel eben natürlich auf Facebook, da hätten wir hier eine Freundin von Holger Schmidt, die wir uns ausgedacht haben. Dann natürlich auch auf YouTube-Channels oder zum Beispiel auf Pinterest, wo auch immer eben Social Media praktiziert wird. Und diese Profile geben natürlich weitere Hinweise und enthüllen Hintergründe der Story. Denn Holger ist ja inzwischen verschwunden und wirklich verschwunden. Und jetzt geht es natürlich darum, dem Täter auf die Spur zu kommen. Dabei gibt es natürlich eine ganze Anzahl an Verdächtigen. Und natürlich liegt es dann nahe, eben die Authentizität von Social Networks zu nutzen, um unserer Geschichte einen wortwörtlich unheimlich realistischen Anstrich zu geben. Das Besondere dabei ist, dass wir ganz bewusst sozusagen eine Vermischung von fiktionalen und realen Charakteren sozusagen nicht nur in Kauf nehmen, sondern sozusagen bewusst anstreben. Und dafür war eben, dass wir haben wir quasi Verdächtige, die wir in den verschiedenen sozialen Medien platzieren, aber eben nicht nur dort. Dadurch, dass wir ein soziales Netzwerk etablieren, haben wir auch die Möglichkeit, dort Charaktere unterzubringen, die natürlich vielleicht im realen Leben auch wieder unterwegs sind oder eben in anderen Medien. Und das ist natürlich genau das, was das Transmedia eben ausmacht und für uns die Möglichkeit geboten hat, in den anderen Medien auch andere Handlungsstränge zu erzählen und andere Elemente der Geschichte. Das ist natürlich, im Prinzip dient das natürlich auch dem Marketing und der Partnergewinnung, aber vor allem eben auch wie gesagt, weitere Geschichten auszuarbeiten und zu erzählen. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, wir könnten Moderatoren platzieren, die dann tatsächlich im Radio oder im Fernsehen auftauchen, Journalisten, Kolumnisten, die eventuell in Magazinen entsprechende Dinge veröffentlichen, die Rezensionen schreiben über unsere Dating-Plattform oder die in sonstiger Form unsere Dating-Plattform auch weiter quasi in Anführungszeichen bespielen und damit auch Teil der Fiktion werden, die wir dann damit quasi immersiver machen, weiter ausholen lassen und eben grundsätzlich in der Breite einfach noch stärker erzählen. Ja, jetzt komme ich zum Thema Apps und Games. Was wäre Transmedia ohne Games und Apps? Sie bieten dem Experiencer die Möglichkeit, eben bestimmten Rätseln der Geschichte schneller auf die Spur zu kommen. Das hatte Christian ja vorhin schon erläutert. Wer zum Beispiel die Profiler-App, die wir uns ausgedacht hatten, herunterlädt, der kann dann über die Eingabe von bestimmten Charaktereigenschaften, die schon bekannt sind, unserer Serienkillerin auf die Spur kommen, da diese Profiler-App eben ein Täterprofil erstellt. Aber diese App ist auch über den Kontext unserer Geschichte hinaus nutzbar. Das sollte sie auch sein, damit sie einen Sinn für den Käufer hat. Denn damit kann man den dann eben auch auf humorvolle Art und Weise Charakterprofile der eigenen Freunde erstellen und sie sozusagen auch darüber hinaus nutzen. Und natürlich sind auch noch viele weitere Apps denkbar. Wir hatten uns da auch weitere ausgedacht, aber jetzt als Beispiel mal diese.
Die Apps sind sozusagen der erste Schritt, den wir machen zwischen dem Fiktiven und dem Realen im Prinzip auch. Der zweite Teil ist natürlich auch die Einbindung ganz bewusst von, wie wir vorhin schon erklärt haben, zu Location-Based Storytelling. Das haben wir in dieser Form, in dieser Geschichte gemacht, dadurch, dass wir gesagt haben, wir platzieren ganz bewusst auf diesem Dating-Plattform jemanden, der im Prinzip ein Voyeur ist, der den anderen Figuren hinten nachspioniert und deren Rendezvous oder Schäferstündchen oder was auch immer dokumentiert. Und dass diese Hinweise darauf tatsächlich in der realen Welt zu finden sind. Sodass wir also den Raum eben quasi der Erzählung aufmachen und beispielsweise in Form von QR-Codes, die wahrscheinlich jeder hier kennt, an bestimmten Stellen zugänglich machen. Aber eben nur, wenn die Leute das sich entsprechend engagieren und dort eben auch wirklich hingehen und die Sachen dort finden. Ja, also Location-Based Storytelling erfordert natürlich eine gewisse Aktivität und Bereitschaft des Experiencers. Diese hat, wie Christian auch vorhin schon erläutert hat, nicht jeder, der unsere Geschichte genießen soll. Das ist einfach nicht jedermanns Sache, also man sollte nicht drum rumreden. Also viele Menschen konsumieren Geschichten oftmals lieber passiv, also im Lean-Back-Modus, als im Lean-Forward-Modus, wie man so schön sagt. Aber auch diesen Experiencern wollen wir nicht von unserer Geschichte ausschließen. Und für sie haben wir dann einen Blogger erfunden, der praktisch auf seinem Blog immer die wesentlichen Neuigkeiten, den Fortgang der Geschichte zusammenfasst. Und natürlich auch auf wichtige Websites, Links, Profilseiten oder auch auf Beiträge und Programme in anderen Medien hinweist, sodass man dem Fortgang der Geschichte auch einfach folgen kann, wenn man mal keine Zeit oder keine Lust hat. Das Ganze eben führt eben zu einer sehr komplexen Storywelt, in deren Kern natürlich die Dating-Plattform steht und dort eben die Geschichte, wo die Leute hingeleitet werden durch den Roman von Holger, wo ein Hauptteil unserer Handlung stattfindet. Um darum herum gruppieren sich eben andere Elemente. Denn ausgehend von dieser Dating-Plattform, wo wir eben Figuren etablieren, wo wir Geschichten schon auch erzählen, die zwischen Figuren passieren, zwischen Affären, die sich dort ereignen, Leuten, die sich dort kennenlernen, gehen wir eben quasi davon aus in andere Bereiche. Erzählen andere Handlungsstränge eben im TV, im Radio, in den Printmedien möglicherweise, eben Dinge, die zugänglich sind über die App, über Apps, Games und natürlich auch die sich auf anderen sozialen Medien, sozialen Netzwerken abspielen. Und natürlich darin wiederum haben wir, da wir unsere Plattform eben auch interaktiv und, um nicht zu sagen partizipativ ist, die Möglichkeit, eben User-Generated Content einzubinden, da das eben auch eine ganz bewusste Funktionalität unserer Plattform war. Und dazu kommen wir eben zur Umsetzung unseres Geschäftsmodells. Wir sind eben nämlich dadurch, eben, wie wir gesagt haben, vorhin auch schon in den Thesen, von einem Freemium-Modell ausgegangen, das es ermöglicht, dass beispielsweise diese Plattform in einer Basisversion kostenlos genutzt werden kann. Darum aber wiederum herum eben bestimmte Teile der Geschichte nur zugänglich machen wollen, wenn die User eben durch niederschwellige Micropayments oder einfach durch geringe Zahlungen sich einfach darauf einlassen, bestimmte Teile der Geschichte sozusagen zu erwerben, in Form eben von dem Roman, dem Hörspiel, den wir gesagt haben, dem Comic, dem Upgrade beispielsweise bei unserer Dating-Plattform, von Apps, Games oder sonstigen. Das ist eben im Prinzip unsere Hoffnung gewesen, dass wir damit auch den Leuten klar machen, dass wir um eine Geschichte herum eben die Möglichkeit haben, verschiedene Geschäftsmodelle zu kombinieren innerhalb einer Geschichte. Dass es nicht nur darum geht, was normalerweise in der medialen Landschaft der Fall ist, einen Blog zu verkaufen in Form von einem Buch, einem Film, einer Plattform oder was auch immer, die Möglichkeit haben, einzelne Elemente, um eben mit einer Geschichte zu verknüpfen und die Leute dazu zu bringen, diese zu erwerben, wenn ihnen die Geschichte wirklich Spaß macht. Natürlich ist so ein bisschen die Frage, wer macht das momentan? Das ist tatsächlich der Fall, dass das momentan tatsächlich noch sehr wenige Firmen machen, weil die meisten Medienfirmen natürlich in meisten Fällen anders denken. Sie sich spezialisiert haben auf einen bestimmten Bereich, aber das ist eben auch ein Charakteristikum unserer Gruppe gewesen und der Grund, warum wir in dieser Form in Frankfurt präsentiert haben,
ist gewesen, dass wir bereits ja, an diese Dinge anders herangehen und auch versucht haben, den anderen Leuten dort zu vermitteln, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und wenn man aus dem klassischen Medienbereich, aus dem Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, etwas heraustritt und anders denkt. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Präsentation angekommen. Weitere Informationen eben auf www.transmedia-manifest.com. Dort sind auch nochmal Informationen zu uns, zum das Transmedia Manifest und ja, eine eben, wie wir gehört haben, auch ein Tool, um eventuell weiteren kreativen Input von eurer Seite oder von ihrer Seite einzubringen. Und wir haben auch dort einen, wer sich begeistert fühlt, wer auch in dem Bereich arbeitet, kann auch gerne unsere Thesen unterschreiben. Wir wollen diese immer noch weiter verbreiten und hoffen, dass wir die Leute, die vielleicht noch nicht mit dem Bereich vertraut sind, hier ein paar Ideen gegeben haben. Wir stehen jetzt eben auch noch für ein paar Minuten für ein paar Fragen zur Verfügung. Wenn irgendjemand gerne etwas wissen möchte von uns, über unsere Arbeit, über das Manifest oder ja, bereits Input geben möchte, stehen wir jetzt zur Verfügung. Dankeschön.